Stab. Okay, ich übertreibe. Stab. Brenne, Sebi-Scan. Ich überlege gerade, was kam daran nach der Stadt. Die Küstenstadt. Den ersten Beuten bekommen. Ah, okay, die Stadt. Ja, ich bin halt nicht im Namen. Ich weiß. Oh nein, mir fällt gerade ein, dass Jörg da kommt. Ich kenne die Gegend. Nein. Nein. Das muss ich dir überlassen, Rappi. Was? Ah. Felder. Da ist, wir sind schon in der Nähe von. Von einer, das schlimmste Gegner im Spiel. Schlimmste Gegner spielen? Also in der Nähe von Zivilisation. Ah, Magiersachen. Da immer drei Stück. Namiersachen, ja. Ah, ja, Level Up. Passt. Magierchicken. Magierchicken. Magier-Chicken. Ah, Steinhaufen. Oh, das ist nämlich an. Ich hab nicht hier, so, wo ich Skyrim gespielt habe. Die eine Quest von Piritier. Egal mit welchem Zauber ich angegriffen habe, der Kerl hat einfach keinen Schaden bekommen, den man für Piritier töten muss. Ach so. Hab ich ein bisschen geraged. Ich auch. Ich bin Magierin. Und ich habe auch nichts anderes. Ist auch Druiden-Sachen? Ah, okay, dann nicht. Wir haben noch Zelt aufschlagen. Ja, dafür hatten wir noch Zeit. Nein, sehr viele Schildkröten in einem Hals aufgehängt. Sollen die doch? Chicken ist wieder gleichgültig. Ah. Chicken ist wieder nihilistisch. Das von Kernunos Erhabenheit. Kernunos ist der enigmatische keltische Gott der Natur. Ein besonderer Herrscher mit einem gehörnten Kopf. Kann eine Rüstung verzaubern, plus 3% Schadenresistenz gegen Pflanzen und Tiermenschen. Das war's? Ja. Das sind nicht gar toll. Pflanzen und Tiermenschen. Ja, Pflanzen und Tiermenschen. Okay, wenn du meinst. Ja, kann ich auch. Meint er vor allem. Und, so ein Typ. Wer bist du denn? Hallo, Borbeto. Aufstrebender Winzer. Was ist denn ein Winzer? Was ist ein Problem? Verschwinde! Ein Weinhersteller. Was noch? Nein! Es tut mir leid, Reisender. Ah. Ich habe dich für einen dieser dreckigen Räuber gehalten. Ich bin nicht dreckig. Ich heiße Borbeto. Doch. Ich habe dieses Weingut gebaut, um auf diesen sonnigen Hängen unseren eigenen keltischen Wein anzubauen. Auf andere warten. Und einer lacht mich dafür aus. Und diese ligurischen Trauben sind für unser Klima in der Tat nicht ideal geeignet. Mhm. Aber ich bin überzeugt, dass es machbar ist. Wenn mich nur diese Banditen in Frieden lassen würden. Mhm. Ihnen hat mein Wein jedenfalls geschmeckt. Es war ein warmer Sommer, daher konnte ich gestern eine erste Probe herstellen. Aber sie haben mir alles gestohlen, kaum dass ich den Wein in das Fass gefüllt hatte. Ja. Nun sitzen sie vermutlich irgendwo in den Büschen und betrinken sich mit meinem Wein. Säufer. Dem Wein, den ich dem Prinzen schenken wollte. Es ist einfach so ungerecht. Ah, der Wein vom Rhein. Prinzen, und nicht einfach der von der Prinzenrolle, den wir schon getötet haben. Prinzen? Ja, dann müssen wir wohl in der Nähe von Glauberg sein. Elende Banditen und Räuber. Ja, gib den Wein zurück. Gib den Wein. Jetzt fein ich gleich. Na gut, müssen halt irgendwo nach dem Wein suchen. Ja, sorry, Raff, ich musste noch Gold aufsammeln. Achso. Ist irgendwie nicht. Ich kann's verstehen. Ich bin Garrett, ich kann das nachvollziehen. Wenn du Garrett bist, hättest du das eigentlich aufgesammelt. Naja, ich möchte keine Ärger mit Chicken haben. Willst du nicht wieder Augen verlieren? Können wir kurz Stein werden? Los, Garrett, machst du mit deinen neuen Feuerangriffen fertig? Ach, Wölchen. Nein, zwei Wölchen, drei Wölchen, fünf Wölchen. Ich warte, wie ich von hinten komme. Wartens. Weil ich sie angelockt habe. Wölchen zieht gerade mal an. Okay. Heitriges Sekret. Oh. Räuber.
Na, ich spiele ein bisschen auf einer Flöte und dann kommen die Ratten angebrochen. Vor allem die kranken Ratten. Oh, der Mauko, der Kunde. Auch damit. Ich kann keine Flöte spielen. Oh. Ich kann reinpusten, aber... Erwartet nicht, dass da richtige Sachen rauskommen an Töne. Sache. Ah, Weinfass. Jetzt sehen wir was darüber. Das aus. Weinfass. Er wurde geöffnet. Ne, es wurde geöffnet, ist aber immer noch halb voll. Immer noch was halb voll oder halb leer? Halb voll. Da klaut der Rappen einfach meinen Job. Da war ich noch mit meinem Inventar beschäftigt. Okay. Chicken, du bist einfach viel zu langsam für diese Welt. Jetzt langsam ist es stirbt. Habe schon gemerkt in meiner Steinform. Wenn ich zu langsam bin, sterbe ich plötzlich. Weiß nicht, woran das liegt. So. Jetzt haben wir deinen Wein. Ist zwar was weg davon, aber der hilft jetzt noch da. Ein Wein! Und es ist sogar noch etwas übrig. Oh, Reisender, wie ist dir das nur gelungen? Wir haben es getötet, indem wir eine Kiste aufgemacht haben. Bitte, wenn du nach Glauben gehst, erweise mir die Ehre und bringe dies zu Kuno Belenus, dem Koch des Prinzen. Behalte, was auch immer er dir dafür gibt. Das ist mein Geschenk an dich. Ich würde nur gerne hören, ob er ihm geschmeckt hat, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin. Okay. Machen wir auch diese Wein überbringen. Na gut, wenn wir schon nach Glauberg unterwegs sind, können wir noch direkt abgeben. Sieht aus wie Lieferjunge. Liefermädchen. Das ist ein Job für Crow. Oh. Neue Beschwörungen. Oh, Chicken ist wieder gemein. Ah. Wir Schweinhäutchen. So, das Ganze. Ja, Chicken ist wieder gemein. So einen ganzen Lebensgeneration erhöhen. Und dann erhöhen wir. Hab ich auch. Do it now! Vielleicht machen wir den nächsten Wort beschwörst. Genau, jetzt. Das war schon alle. Naja, verbesserten. Ja, stehen wir mit ganzen Leute und dann unternehmen sie nichts gegen die Banditen, die uns angreifen. Von unsoziale. Ha, könnte es noch antroffen. Ja. Also, Randgebiet von Glauberg. Schäfchen. Yay. Chef, Nene. Oh je. Gehört? Attacke! Überraschungsangriff! Gehört nicht sterben, du bist gerade besser. Als Chicken, vorher. Das brüllt man nicht heraus. Oh, das ist einfach auf einem Heuhaufen. Die ganzen Banditen rumlaufen und was auf ist das der Mauer, denn? Auf der Mauer sitzt das kleine Chicken. Dämonen. Ah, der Karton. Dämonen sind natürlich praktisch, weil er sehr gut Dämonenblut droppen. Du sagst sehr oft das Wort praktisch, ist mir aufgefallen. Ich bin ein praktischer Mensch. Ich bin Blätterdämonen. Nützlich. Wir brauchen mehr Synonyme. Uns gibt es Wiederholungsfehler im Aufsatz. Dann kriegen wir Punktabzug. Jetzt nur ein Linksabzug für die Eva hier unten. Die schon alle tot sind, bevor ich angekommen bin. Die war schon vorher so. Chicken. Glaubst du mir? Ah, die Mauern von Glauberg. Hügel vor Glauberg. Schweinchen! Drecksohlen. Yeah. Am Portal. Ah, da ist sie ja, Fräulein Ylva. So, wir sind jetzt hier. Sind schon gekommen. Also, was wolltest du von uns? Da bist du ja. Ich hatte gedacht, dass du vor mir hier bist. Ist dein griechischer Kapitän etwa schön vorsichtig am Ufer entlang gesegelt? Wir ich bin gehen froh, unterwegs. Dass du gekommen bist, Held. Mit deiner Hilfe könnte es noch Hoffnung geben. Ja. Es gibt einen Grund, warum ich mich in Glauberg mit dir treffen wollte. Nicht bloß, weil es auf dem Weg liegt. Der Kult von Nertus bereitet den Menschen in dieser Gegend viel Ärger, könnte jedoch auch den Schlüssel zu unserer Rettung besitzen. Ich habe daher eine Vereinbarung mit dem Prinzen getroffen, damit wir uns gegenseitig helfen können. Aha, und wie sieht diese Vereinbarung aus? Ein Stab. So, was
Holter oder die Goss. Was? Ist das ein Helm, was er trägt, oder? Das ist ein Helm. Ich dachte zuerst vom Weiten weg, das ist eine Frisur. Okay. So, was ist das für eine Vereinbarung? Du stehst vor Teutorigos, Sohn von Belgvrigos, Prinz von Glauberg und allen umliegenden Landen. Und erster Druide des Nemeton. Unsere gemeinsame Freundin hat mir von deinen Taten berichtet. Hm. Einige der Geschichten scheinen geradezu unglaublich. Ist nicht meine Freundin, ich kenne die nicht. Doch ich nehme es an, dass du ein äußerst fähiger Krieger bist. Ich wäre bereit, eurer Mission zu helfen, so wie es in meiner Macht steht, wenn du im Gegenzug auch uns hilfst. Und wir scheinen durchaus gemeinsame Ziele zu haben. Es ist allgemein bekannt, dass Glauberg die letzte Bastion der keltischen Zivilisation vor der germanischen Wildnis ist. Für gewöhnlich wagen die Stämme aus dieser Wildnis sich nicht in die Nähe meiner Mauern. Doch in letzter Zeit hat im Nordosten ein seltsamer Kult an Macht gewonnen. Sie verehren Nertus, eine Naturgöttin, und ihre Schamanen besitzen große Kräfte. Die Magie ihrer Göttin soll sie verwandelt haben, sodass sie mehr Tier als Mensch sind. Okay. Vor allem aber entführen sie meine Leute, um sie bei ihren barbarischen Riten zu opfern. Entführer! Sag, wärest du bereit, dich einem solchen Feind entgegenzustellen? Nein. Das kannst du vielleicht nicht so groß rumlaufen. Ja, du bist wahrlich mutig, Krieger. Mutig oder doof? Wir wissen nur wenig, aber offenbar hat der Kult 4 Anführer, von denen jeder für einen Aspekt von Nertus selbst steht. Reise gen Norden, hinter den Teutoburger Wald und dann nach Osten, bis du ein Land voller Seen findest. Dort liegt ihr Heiligtum. Töte sie alle. Alle töten. Ich gebe dir dies aus meiner persönlichen Schatzkammer, um dir bei der Bewältigung dieser Aufgabe zu helfen. Betrachte es als Zeichen des Vertrauens und als ersten Teil deiner Belohnung. Erster Teil. Okay, können wir uns nochmal. Teil 2. Ah, Konumbelos, Koch des Prinzen. So, schon. Okay, hier ist ein Wein, den wir bringen sollten. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Halt. Was? Okay. Wein? Das ist was anderes. Lass mich kosten. Ich bin auch beschäftigt. Etwas sauer, oder? Mein Schmerz. Ja, ich könnte was damit wohl lustig. Sauerkraut machen. Hier, das kannst du dafür haben. Ja, Gesundheitstrank. Hühnerstall. Sauerkraut. Ja, da oben vor der Hühnerstall. Direkt eine kleine Hütte für die Hühner. Lass mal verkaufen. Ach, stimmt. Tschüss. Krieger. Ich habe gehört, dass du hier bist, um dir Ruhm im Kampf zu verdienen. Gut. Schön für dich. Mit den Germanen an unseren Grenzen gibt es für alle genug Köpfe zu sammeln. Köpfe sammeln. Das sind keine Augen. Naja, wir müssen den Kopf vom Chef ersetzen, wenn ich intelligent genug ist. Was haben wir denn hier? Das Tiere in Gehegen, unmenschlich. Hallo, Brissia. Weberin. Was hast du denn? Ein Problem? Sei gegrüßt, Reisender. Bist du an echten keltischen Stoffen interessiert? Ich fürchte, sie haben keine magischen Eigenschaften. Und wir haben hier nur wenige Färbemittel. Aber sieh dir die Muster an. Dieses hier schön habe für dich. Ich selbst entworfen. Es ist wohl nicht viel gegenüber dem, was du schon bei dir trägst. Ach, was würde ich dafür geben, wie du durch die Welt zu reisen? All die Stoffe und Farben aus fremden Landen, von denen wir oft nur hören. Glänzende Seide in der Farbe von Saphiren. Ägyptische Stickereien mit Goldfäden. Und das wunderschöne Purpur, das ihr in Griechenland habt. Zufälligerweise haben wir diese Stoffe auch noch, also Färbemittel noch gesammelt. Wir checken. Na gut, checken. Ja, ist das nur ein Ritualkreis? Cyan Mystiker. Hallo, Brissia. Das ist meine Augen blutrot. Willkommen im Nemeton, Fremder. Ja, hier wollen wir mit unseren Göttern kommunizieren und ihre Zeichen interpretieren. Das Urchaos. Wow, aber du suchst nach praktischeren Anwendungen unserer Weisheit, nicht wahr? Himmelszorn. Ach, gute Idee. Urchaos klingt aber ganz gut. Macht zwar langsamer, aber...
Ich glaube, die ist gar nicht Karawanenbetreiber. Ich will, dass ich Dinge besorge. Ich gehe schon. Ich gehe schon. Ich wollte erstmal mit den restlichen Leuten reden, aber Rabbi ist mal nicht so. Die mag ja, wenn Chicken mir was besorgt. Das klingt falsch. Ist mir gerade auch aufgefallen. Ich soll jetzt also besorgen. Ja, Stoffe besorgen. Ja. Dieses Eisen besteht aus Stahl aus Jütland. Ach, hey. Bleibt scharf wie kein anderes. Das ist ein eitriges Ding. Und du kommst dahin. So, das ist schön Bögen. So, okay, jetzt kann ich schon. Ja, das nächste Mal, tschüss. Blauberg! Los, Krieger! Zurück! Zurück! Und dann kann man wieder zurück in die letzten drei Kapitel zurückreisen und dann hätte das Glück, die Stoffe finden. So. Wir haben hier leuchtend blaue Kornblumen, aber die Farbe ist nicht von Dauer. Ja. Sie ist gut für Schilde oder Haare. Hab ich geklaut. In Stoffen verblasst sie sehr schnell. Naja, leider kriege ich den Dialog nicht, weil ich nicht die Stoffe dabei habe. Also, geht zu Chicken River Windows. Ja, wenn du nicht dazwischen laberst immer. Achso. Genau wie letztes Mal mit dem Ring. Sorry. Hab ich denke mal ein bisschen nach. Das ist so einfach. Hier rasieren wir uns erst nach unserem ersten Sieg. Ich will aber nicht, dass du mich begleitest. Okay. Ja, wenn ihr einen Dialog haben würden wollt. HR-View-Adept. Was hast du denn? Von Nertus wird gesagt, dass sie Umgang mit Menschen pflegt. Hm. Mehr als alle anderen Göttinnen, die wir kennen. Es gibt eine Insel und einen heiligen Hain, der ihr gewidmet ist, auf dem ihr bedeckter Wagen steht. Manchmal erscheint sie in dem Wagen, der von Kühen gezogen wird, und reitet unter den Tüchern in einer Prozession mit ihren Anhängern. Der Wagen, Kühen? Die Tücher und Nertus selbst werden dann in ihrem heiligen See gereinigt. Nur die Diener, die diese Aufgabe erledigen, bekommen sie persönlich zu Gesicht. Doch bedeutet dieses Wissen auch ihren Untergang. Denn am Ende werden sie alle vom selben See verschlungen, damit sie keinem Menschen je sagen können, was sie gesehen haben. Ja, sehr nett. Ist noch mehr Leute? Ja, es gibt ein Hütchen! Hündchen. Ein Hütchen! Ich will mit dir reden, Hütchen! Hündchen meiden nur mit mir reden. Oh, drei Ortsgehörer, die im Staff rumstehen. Das will nicht mit mir Hallo, reden. Hallo, Dano Talos. Fassbinder? Was ist dein Problem? Ja, ich bin Böttcher. Tonnen, Eimer, Butterfässer. Ach, ich kann alles herstellen. Es ist nicht einfach, gewiss. Aber ein solch gutes Bier wie das unsere verdient ein ordentliches Reisen. Ach, Eimer. Ich wünschte nur, mein Sohn würde das auch so sehen. Er hat keinerlei Respekt vor dem Handwerk. Der Narr will stattdessen die Magie lernen. Doch alle unsere Druiden haben bereits einen Adepten. Und nachdem meine Frau uns genommen wurde, wer soll da das Familiengeschäft fortführen? Frau. Hast du ihn vielleicht gesehen? Oh, die, er heißt Judok. Ein kräftiger junger Bursche, aber er macht nichts als Ärger. Er ist schon seit 2 Tagen nicht zu Hause gewesen. Und nachdem dieser Kult immer wieder Leute entführt, mache ich mir Sorgen. Ach, der würde sich entführt. Ja, zu offensichtlich. Er ist durchgebrannt. Drei Rotzgehörn, die im Schaf rumstehen da. Sie. Oh, sieht sehr süß aus. Aber die geben mir zu wenig Geld für die. Ja, Raptor, Menschenhandel jetzt noch machen. Ja, Chicken. Totenschädel. Von weitem wächst das aus wie ein Kakadu. Auf dem Ast sitzt. Kakadu. Ja, schön. Oh, Linia. Ausgerannt. Ninja! Bauerntochter! Was ist los, Ninja? Hallo, Ninja. Das ist neue. Du suchst auch nach Judok? Er ist ein guter Freund von mir. Das musste ich ihm kürzlich noch sagen, als er mehr sein wollte. Oh, ihr Friendzone. Danach hat er angefangen, sich seltsam zu benehmen. Hat gesagt, er wollte etwas beweisen. Ich hoffe, er hat mich wollte ich halt beeindrucken. Nö. Voll Friendzone, ey.
Ich komme der Rappel wieder zurück, um Buffs abzukassieren. Ich hoffe, das Checken mir nicht gefolgt ist. Ah, Herbstwälder. Schön rot und gelb. Und Adler. Adler! Ich sterbe, bevor ich ankomme. Ist ja aber auflösen, die anderen Tod. Gegner auch, bevor ich ankomme. Okay. Die gewissen Gegner. Ich kann sie schon hören. Hallo, Magoine. Was ist denn los? Das Leben auf dem Land ist schwer. Wir haben viel Getreide, ja. Aber wir müssen es täglich viele Stunden mahlen, nur um Brot zu haben. Dazu noch das Wetter. Und dann diese Kultanhänger, die herkommen, um unsere Kinder zu stehlen. Ach, was soll eine alte Frau da nur machen? Nicht meckern, sondern arbeiten. Oh, es kommt Wildlands Soundtrack. Ich liebe ich das. Kein ja. Oh, hallo, Karek Halbtroll. Imker. Was ist das Problem? Hallo. Wohin willst du denn so eilig? Zum Endboss. Kultanhänger? Ja, ich glaube, ich habe sie gesehen, aber sie stören mich eigentlich nicht. Was so langweilig bist. Ich bin glücklich hier mit meinen Bienen. Ja, Biene. Sie sind meine Freunde. Manchmal gibt es hier auch Bären. Die sind nicht meine Freunde. Oh, Bienen summt nicht so laut. Aber sie sind freundlich, wenn ich Honig habe. Nur wäre es schön, wenn sie nicht unseren Honig essen würden. Nachdem du ohnehin umherwanderst, könntest du nach unserem Honig sehen? 2 Portionen müssten schon fertig sein. Oder vielleicht auch nicht. Aber du wärst mein Freund, wenn du nachsehen gehst. Vor allem, wenn die Bären herumtapsen. Rumtapsen? Das ist schon wieder ein Argen. Ich tipsel nicht. Ah, sind sie schon. Hinter dir her. Bienenschwärme. Ja, die überlasse ich dir. Ah, da. Der ist ein Anhänger. Ja, Kurtus an. Curtis Anhänger? Nein. Guter Anhänger. Da sind sie ja schon. Ich würde Namen lesen, aber. Das sind zornige Bienenschwärme. Die kann man schlecht erkennen. Ich sehe die eigentlich gar nicht. Schön. Hab ich gerade irgendjemand angegriffen? Ja. Ich hab gern so eine Autofunktion. Keine Sorge, unsere Begleiter können das sehen. Ich meine, attackieren sie ja. Ja, schlimmste Gegner des Spiels. Da soll man es durchschaffen ohne Tode, wenn man den Gegner nicht sieht. Schlechte Seid, Entwickler, schlechte Seid. Entfernt diese ekelhaften Kreaturen. Und dann ist ein Schwert rum. Na gut, holen wir halt noch das Honig von diesem Imker. Ja, Typhon ist nichts gegen diese kleinen Biester. Die sind das auch riesig. Die kann man wenigstens treffen. Oh, ein Boss. Naja. Ah, wie heißt das Land? Ich kann gerade nicht. Weserbergland. Ah, die Weser ist, glaube ich, auch so ein Fluss. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Edward eh nicht aus. Warum wir? Auch alles 5. Ich doch, also. Guck mal, gemacht. Und ich warte. Kleine Freunde. Aber nicht unsere Freunde. Voll mit klebriger Köstlichkeit. Attrappe mir geklaut. Ich soll geklaut checken. Ich war nur schneller als du. Ich bin jetzt zur Vollzeit, Garrett. Tut mir leid. Checken, sorry, ich bin jetzt Vollzeit, Garrett. So ist dein Honig. Du hast uns unseren Honig gebracht. Ja, 2 Stück. Du bist ein echter Freund. Nicht wie die Menschen aus Glauberg. Will ich überhaupt dein Freund sein? Die waren nie sehr nett. Nicht einmal, als ich noch klein war. Mutlich, weil du so langweilig bist. Schwerdroiden-Sachen. Ja. Unverschämt. Ich krieg ja immer Magierzeug.
Ach Gott, ich liebe die Musik. Wann? Dann heirate sie. Ich bin zu schüchtern dafür. Ach, die Wiese. Wohnvögel. Große Vögel. Schreib einen Brief. Checken, ich will nicht so eine Wiesentypen da ständig Videospielcharaktere heiraten wollen. Und Anime-Charaktere. Bibus oder so. Keine Ahnung. Nimmst du eine? Na, stopp. Babybies. Hamelweed Dämonens. Da fragst du die falsche. Okay. Ich guck zwar Animes, aber ich kenne mich mit sowas nicht aus. Weil ich noch nie vorhatte, einen Anime-Quatsch zu haben. Ja, ich schippe die lieber mit anderen Leuten. Ich schreibe Fanfics darüber, die eh kein Schwein liest. Weil du eh nicht postest? Also hin, Großer, der vorhin eh nicht viel schon machst. Ach, ich bin halt unentschlossen. Hab ich schon gedacht. Was schlimm. Die Schnecke halt checken. Nicht nur das. Nein? Naja, und kaufe teures Zeug. Deshalb. Gewisse Personen, die dessen Jäger machen. Das wird dann nie wieder los. Hey, was besser war immer noch, als ich damals hier Tour 2 gespielt habe, Multiplayer. Die gewisse Person staubsaugen wollte. Der Chicken auf Toilette war. Aber mal ich, ist. Die ganze Zeit hier haufenweise Spinnen beschwören. warte mal, Kräuterkunde ist bei dir ausgelaufen. Und? Hm. Ah. Ach ja, die Spinnen. Schön. Wo das Mikrohorn war. Wow. Kannst noch mehr Spinnen erwachen. Ja, wie sind denn die Gegner? Die hat ja auch damals tierisch geleckt. Ja, wenn die ständig getan. Also die Viecher hier ständig am Sterben waren. Okay, Teutoburger Wald. Wir sollten jetzt hinter. Man fängt ein, wenn die den Kult auslöschen, kann man bei den Prinzen beikommen und noch mehr Erfahrung einsacken. Dann sollten wir das gut tun? Dann sollten wir das gut tun. Ja. Obwohl, war das Erfahrung oder Geld? Ich bin gar nicht sicher. Ach, egal. Erfahrung ist besser als Geld. Ich weiß. Können Erfahrung sein. Ich glaube, es ist Erfahrung und Geld. Geld habe ich alles ausgegeben. Können wir auch gebrauchen. Ja. Wow, so viel Kartoffeln hier. Hier, das schluck auf. Oh nein. Fire, you're doing this! Fire, you're doing this! Du musst Geld sammeln! Ganz viel. Ja, okay. Ein okay, Steinhäufchen. Und Stab. Stäbe. Wo Stab? Mann, was ist ein Sumpfland hier? Weg mit euch! Nutzlosen Pflanzen. Zu Hause ist. Na, es wird jetzt gerottet und dann werden neue Siedlungen gebaut. Hm. Ich möchte jetzt mal angepasst werden. Lecker. Achso, mein Pfeil hängt gerade in der Luft. Ich bin gewundert, ob ich keinen Schaden mache. Sieht so wunderschön aus. So verdammten unsichtbaren Barrieren. Ständig im Weg stehen. Ah, mehr Räuber. Aber ich muss mal wieder gleich Musik auf. Werden hochdrehen. Da bin ich zu leise.